Die Bayerische Wirtschaftsschule ist eine Besonderheit in Deutschland. Sie ist die einzige berufliche Schule, die bereits ab der 6. Klasse besucht werden kann. An ihr werden die Schülerinnen und Schüler optimal auf die Herausforderungen der Berufswelt vorbereitet. Die Wirtschaftsschule ist entweder 2-, 3- oder 4-stufig. Sie vermittelt ihren Schülerinnen und Schülern nicht nur eine allgemeine Bildung, sondern eine vertiefte kaufmännische Grundbildung. Die beste Vorbereitung für eine berufliche Zukunft in diesem Bereich. Der Kern der Ausbildung, das Gelernte unmittelbar anwenden zu können. Dazu kommen mathematisch-naturwissenschaftliche Inhalte. Die beste Grundlage für eine spätere gewerblich-technische Berufsausbildung oder den Übertritt an die Fachoberschule. Im Pflichtfach Übungsunternehmen lernen die Schülerinnen und Schüler, wie ein Unternehmen funktioniert. Ganz real, ganz praktisch. Zum Beispiel das Bestellen von Waren, das Verwalten des Lagerbestandes oder das Erstellen von Rechnungen. Die Schülerinnen und Schüler erwerben im Pflichtfach betriebswirtschaftliche Steuerung und Kontrolle, Kompetenzen, die sie unmittelbar in der praktischen Arbeit in ihrem Übungsbetrieb umsetzen. Das Ziel, den jungen Menschen die grundlegenden betriebswirtschaftlichen Zusammenhänge eines Unternehmens zu vermitteln. Damit die wirtschaftlichen Gegebenheiten möglichst nahe an der Realität bearbeitet werden können, gibt es das Pflichtfach Digitale Bildung. Hier werden Inhalte aus der Informationstechnologie mit denen aus dem betriebswirtschaftlichen Unterricht vernetzt. Auch durch das Zusammenführen verwandter allgemeinbildender Fächer, zum Beispiel der Fächer Erdkunde und Volkswirtschaft, zum Fach Wirtschaftsgeografie, wird das Erkennen von Zusammenhängen für die Schülerinnen und Schüler verstärkt und das prozessorientierte Lernen gefördert. Überhaupt hat an der Wirtschaftsschule die individuelle Förderung eine ganz zentrale Bedeutung. In der 7. Klasse der 4-stufigen Wirtschaftsschule werden die Schülerinnen und Schüler in den Fächern Deutsch und Mathematik jeweils eine Wochenstunde gezielt und individuell gefördert. Viele Wirtschaftsschulen bieten auf freiwilliger Basis auch Förderunterricht in den Fächern Deutsch, Mathematik und Englisch in ausgewählten Jahrgangsstufen an. Dazu kommen Tutoriumsangebote unter dem Motto Schüler helfen Schülern. Wer sich weiter qualifizieren möchte, kann diesen Wunsch zum Beispiel im Wahlfach Schulsanitätsdienst realisieren. Was die jungen Einsatzkräfte hier proben, funktioniert auch im Ernstfall, schnell und professionell. Um die Chancen auf dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt noch weiter zu verbessern, bereiten viele Wirtschaftsschulen die Schülerinnen und Schüler im Wahlunterricht auf die Prüfung zum KMK-Fremdsprachenzertifikat vor. Die Pflichtfächer sind das eine. Die Wahlfächer an der Wirtschaftsschule sind mindestens genauso wichtig. Es gibt zum Beispiel das Angebot, weitere Fremdsprachen zu erlernen. Etwa Französisch oder Spanisch. Oder im Schulchor oder in der Schulband künstlerisch und musisch die eigene Kreativität zu entdecken und zu fördern. Daneben können sich die Schülerinnen und Schüler in der Schülermitverantwortung, kurz SMV, engagieren. Über dieses Gremium wirken sie aktiv an der Gestaltung ihrer Schule und am Schulleben mit. An den bayerischen Wirtschaftsschulen gibt es gebundene und offene Ganztagesangebote. Bei der gebundenen Form verteilt sich der Pflichtunterricht auf den Vor- und den Nachmittag. Hier schließt sich am Nachmittag eine angeleitete Phase mit Neigungsangeboten an. Bei der offenen Form findet der Unterricht nach Stundenplan wie gewohnt meist am Vormittag statt. Das Nachmittagsprogramm besteht dann aus Neigungsangeboten und Hausaufgabenbetreuung. Bei beiden Formen inklusive eine Mittagsverpflegung. In der 10. oder 11. Klasse machen die Wirtschaftsschülerinnen und Schüler ihre Abschlussprüfungen. Diese sind bayernweit einheitlich. In den Fächern Deutsch, Englisch, betriebswirtschaftliche Steuerung und Kontrolle bzw. ökonomische Bildung. Und Sie können wählen. Abschlussprüfung entweder in Mathematik oder in Übungsunternehmen. Wer die Abschlussprüfung bestanden hat, bekommt den mittleren Bildungsabschluss verliehen. Der wird übrigens in allen Bundesländern in Deutschland anerkannt. Und mit dem Abschluss der Wirtschaftsschule kann die Dauer der Ausbildung in einem kaufmännischen Beruf um bis zu einem Jahr verkürzt werden. Daneben ermöglicht der Wirtschaftsschulabschluss als mittlerer Schulabschluss eine weitere Laufbahn an der Fachoberschule oder dem Gymnasium.
Die Wirtschaftsschule ist also vor allem dies, eine hervorragende Basis für den weiteren Weg der Schülerinnen und Schüler.